Nein, das heißt nicht so. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala schafft selber die Zeit. Und er hat es bestimmt, dass ein Tag in seiner Schöpfung der Engel und der anderen Sachen, die zeitabhängig sind, ist es 50.000 Jahre. 50.000 Jahre ist das ein Tag in Bezug auf die Schöpfung. Weil die Schöpfung ist ja zeitabhängig. Das heißt, jede Sache hat einen Beginn und ein Ende und ist zeitlich bedingt. Und Allah subhanahu wa ta'ala für seine Schöpfung, außer wir Menschen, der Tag in dieser großen Schöpfung ist 50.000 Jahre, wie wir es rechnen. Aber ohne die Schöpfung, die ja zeitabhängig ist, ist Allah ohne Zeit, ohne Raum und ohne Zeit. Und die Zeit, die darauf bezogen ist, ist auf die Schöpfung der Himmel und Erde. Dass Allah subhanahu wa ta'ala in den Himmel und Erden andere Zeitfaktoren oder Zeitvariablen bestimmt hat, als die Zeit, die wir auf der Erde haben. Deswegen ist die Drehung, wir richten uns nach der Drehung der Erde mit 24 Stunden. Aber das ist ja nur die Erde. Und Allah ta'ala hat so viele Schöpfungen gemacht, erschaffen, und in den sieben Himmeln ist die Zeit dort, nicht bei ihm, subhanahu wa ta'ala. Er ist ohne Raum und ohne Zeit, sondern in dieser Schöpfung ist ein Tag 50.000 Jahre, wie wir es rechnen. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ein Wir wird Wirklichkeit. Werde auch du Teil davon.